Guten Tag und willkommen zurück hier zum Mario Kart 8 Deluxe. Wie schon alle mitbekommen haben, wurden Booster-Strecken released. Und da werden wir uns jetzt dran setzen, diese zu zocken. Ich bin schon sehr gespannt. Einige wurden überarbeitet, also aus alten Teilen. Und auch aus Tour, das finde ich vor allem auch ziemlich nice, auch Strecken aus Mario Kart Tour zu sehen. Aber es wurden auch einige neu gemacht, wie zum Beispiel hier das Ninja Dojo. Zumindest glaube ich, dass das neu ist. Zumindest kommt es mir absolut nicht bekannt vor. Und ich meine, es steht ja auch nichts unten. Unten links im Bild. Da steht ja eigentlich hier, wenn man unten schaut, Mario Kart Tour, Mario Kart DS, Mario Kart vom Game Boy, also Mario Kart Double Dash. Aber beim Ninja Dojo steht nichts. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was es so geben wird hier und vor allem, was sie sich so neu ausgedacht haben. Und ja, den Rest schauen wir mal. Ich kenne noch gar nichts davon, außer halt die alten Strecken, klar, logisch. Aber ich bin sie noch nicht gefahren, das will ich damit sagen. Also zumindest hier in Mario Kart 8 Deluxe nicht. Jo. Und wir werden einen Cup pro Part spielen. Ich hoffe, das passt ungefähr. Ich denke mal, das werden so 7 Minuten pro Strecke sein. Ungefähr, sagen wir jetzt einmal so 6, 7 Minuten, 5 Minuten, was auch immer. Aber ich hoffe, das passt. Gut. Dann lass mal losfahren. Ich habe das Ding hier schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Wir spielen auf jeden Fall... Ach du Scheiße. Wir spielen auf jeden Fall in 200 Kubikzentimeter. Ich bin schon sehr gespannt, wie das so laufen wird. Ich denke, ich werde erstmal einen Part Eingewöhnung brauchen. Also wie gesagt, ich habe das Spiel schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Hab nicht geübt vorher. Das ist auch noch interessant zu wissen. Scheiße, man muss natürlich den Kurs kennen, um die Kurve vernünftig fahren zu können. Beziehungsweise auch abbremsen, was ich gerade nicht getan habe. Und hier im 200 Kubikzentimeter Modus muss man sehr viel mit der Bremse arbeiten. Das ist mir auf jeden Fall noch bewusst. Boah, Alter. Boah, bin ich scheiße. Boah, bin ich scheiße. Und wie gesagt, ich hoffe, das bessert sich. Ich denke, ich werde einen Tag einen Part Eingewöhnungsphase brauchen. Aber ich denke, danach sollte es auch wieder gut sein. Aber wir spielen ja erstmal sowieso nur gegen CPUs, beziehungsweise gegen Bots. Also denke ich, wird das passen. Oh, Alter, nice. Okay, sehr schön. Kurz die Strecke gefahren und direkt bin ich wieder drin. So soll es sein. Eigentlich hätte ich gedacht, dass ich jetzt mega lang brauche hierfür, um mich hier einzugewöhnen. Aber nee. Das klappt ja schon ganz gut. Aber ich arbeite jetzt auch viel mehr mit der Bremse. Anders als am Anfang. Muss man aber auch. Sonst ist man viel zu schnell und kracht überall gegen. Okay, nice. Ich habe auch Mario Kart Tour gar nicht mehr so... Oh, was? Nein, hier kann man mit dem Pilz durch, ne? Scheiße, jetzt bin ich mega fett zurückgefallen. Okay, da ist zumindest eine Abkürzung. Nein, kurz vor Ende. Ich dachte, wir hätten noch eine Runde. Scheiße. Mann, ey. Ich möchte hier auf jeden Fall das Maximum rausholen, ist ja klar. Beziehungsweise ersten Platz möchte ich hier rausholen. Werde es nachspielen, wenn ich es nicht schaffe. Beziehungsweise, nee, andersrum. Ich werde hier das ganz normal spielen. Möchte eigentlich eine makellose Bewertung haben von 60 Punkten. Und wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich es nachspielen. So rum meine ich das. Und die Strecke ist deutlich angenehmer. Deutlich angenehmer, weil hier... Die Strecke ist natürlich auch für Konsole gemacht. Die ganzen Tourstrecken sind natürlich fürs Handy. Natürlich etwas kurviger konzipiert, weil man ist ja von alleine gefahren dort.
ist nicht so leicht, in Wände reingekracht und so weiter. Also klar, dass das sich ein wenig komisch anfühlt auf der Konsole. Aber ich habe es ja eigentlich ganz gut gefahren zum Schluss. Nur ganz am Ende habe ich dann nochmal gefailt, weil ich dachte, okay, wir testen mal hier kurz diese Abkürzung aus, weil ich mir so dachte, yo, guck mal, hier ist eine Abkürzung, lass mal da durchfahren. Ich bin natürlich aus Versehen dahergefahren, klar, ich bin natürlich in die Wand gekracht, aber ich bin dann nicht links herum um dieses Teil, sondern ich wollte dann mal da durchfahren, schauen, was da so ist. Anscheinend ist da Sand, weswegen man extrem abgebremst wird und zusätzlich dann auch nochmal. Das war schon wieder die dritte Runde, wo ich verkackt habe. Scheiße! Okay, ich muss mich jetzt anstrengen. Let's go. Ich bin dann da durchgefahren. Leider war da Sand und so ein Holzaufsteller, wo es klar ist, dass man unbedingt einen Pilz braucht. Und der Schokosumpf ist eine meiner Lieblingsstrecken gewesen. Die war zwar sehr eintönig, aber keine Ahnung, ich habe die schon irgendwie immer gemocht. Und hier, dass die jetzt so ein bisschen überarbeitet wurde mit dem See und auch mit dieser Kristallhöhle, das finde ich sehr nice. Das finde ich echt verdammt cool. Macht echt gut was her. Ja, Mann, und die Musik ist natürlich auch mega cool. Macht Bock. Okay. Scharfe Kurve. Und direkt schärfere Kurve hinterher. Alles klar. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen es hin. Erste Runde geschafft, sind wieder im ersten Platz. Und ich hoffe, das bleibt dieses Mal auch so. Nein, was machst du? Was machst du, du Drecksack? Bin doch rechts gedriftet. Oh shit. Oh, es war eine Dreierbanane. Boah, ich bin so blöd. Ich wollte die eigentlich so hinten halten, wie jetzt hier. Und das ist ja mal wieder richtig geil. Okay, ich habe mein Item noch behalten dürfen. Drei Bananen. Was soll ich denn auf dem sechsten Platz mit drei Bananen? Okay, mich anscheinend an allen vorbeischleichen. Ganz geil geworden. Okay, wir sind wieder auf dem zweiten. Okay. War die Kurve extrem beschissen genommen, aber wir haben nicht so einen krassen Verlust erlitten wie beim letzten Mal. Und scheiße, jetzt bleibe ich schon wieder an dieser Kacksäule hier hängen. Und ich wäre fast durch die. Ich brauche ein Double-Item. Wir brauchen ein Double-Item. Und brauchen jetzt eine echt gute Runde. Nein. Hau ab. Mach dich doch ab. Scheiße. Man wird dadurch ausgebremst. Das wusste ich nicht. Ja, ich hab mega verkackt. Ja, vierter Platz noch. Aber man sieht's. Ich brauche tatsächlich noch Eingewöhnung. War aber klar, dass ich heute schlecht abschneiden werde. Leider im ersten Rennen richtig verkackt. Dadurch, dass ich da dann hängen geblieben bin und dachte, wir hätten noch eine Runde. Wollte dann unbedingt noch die Abkürzung zeigen, beziehungsweise mir anschauen. Puh, richtig unglücklich. Aber gut. So ist das halt, halt hier bei Mario Kart. Hier fährt man entweder vernünftig, vor allem im 200er Cup, hier fährt man entweder vernünftig oder verkackt halt. Und Coconut Mall. Das war klar, dass sie das einbringen werden. Vor allem, weil es so einen krassen Meme-Faktor hat. Da war es klar, dass sie das hier nochmal bringen werden. Und sogar direkt im ersten Cup. Bleibt immer überall hängen, ne? Ist so zum Kotzen.
Was zum Teufel? Was tust du? Nein! Dass man da aufhört zu driften, ist auch so ekelig. Es ist so ein Scheiß. Holy shit. Kann man hier rum? Ja, okay. Geht. War nicht so smooth, wie ich es gerne gehabt hätte, aber es geht. Und da habe ich jetzt keinen Stunt leider gemacht. Ist das denn für ein Bike überhaupt? Das ist so ein Zwischending zwischen Kart Drift und Bike Drift. Ist das bei anderen besser? Weil ich habe das Bike eigentlich früher sehr gerne gemocht. Aber ich hätte gerne, dass man schärfer driftet. Und ich verkacke hier schon wieder auf den letzten Metern. Okay, Dritter. Extrem schlecht gemacht. Und es reicht noch nicht mal für eine Platzierung. Und da haben wir ihn. Es war kein Treppchen belegt, aber auf jeden Fall Sieger der Herzen. Hello 99. Nee, Quatsch. Alles gut. Ich denke, im nächsten Part wird's besser laufen. Ich werde den Cup bis... Obwohl, ich werde den Cup auf jeden Fall nachholen, nur ich weiß nicht, ob bis zum nächsten Part. Ich denke nämlich, dass ich den nächsten Part direkt im Anschluss aufnehmen werde. Und ja, gut. Hier bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Bald gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich habe auf jeden Fall schon mega Bock auf das Ninja Dojo, weil das komplett neu ist. Glaube ich. Ich glaube, das ist komplett neu. Da habe ich auf jeden Fall schon mega Bock drauf. Und wenn ihr auch, lasst gerne auch einen Like da. An der Stelle mal. Ich bin noch gespannt, was für Strecken folgen werden.